Boah, kommt direkt hier weiter die Post rein, ne? Ich dachte schon, ihr hättet jetzt erstmal eine Pause nötig, weil ihr euch die Finger wund getippt habt, aber das ist ja richtig witzig hier. So, machen wir direkt weiter. So. Schon direkt 200 Aufrufe, obwohl das gerade mal erst 15 Minuten her ist. 29 Kommentare schon, Wahnsinn. Kann man bei dir Poster kaufen? Nee, musst du zum Saturn dafür gehen. Die haben ganz viele Poster. Das Poster habe ich vom Saturn. So. Dinge, die noch nie jemand gesagt hat. Platz 1. Mit René würde ich mal ein Bier trinken gehen. Ja, ich trinke sowieso keinen Alkohol zurzeit. Kein Problem. Ist dein Geschäftsplan, der unbeliebteste YouTuber 2020 zu werden? Falls ja, du machst es verdammt gut. Ja, wie man so schön sagt, es gibt keine schlechte Publicity. Das trifft vor allen Dingen auf mich zu. Wie lautet das neue WLAN-Passwort, wovon du gesprochen hast? Was interessiert dich das? Sei doch nicht so angespannt in deinem Livestream, du Maske. Die behaupten einfach das absolute Gegenteil, ne? Darf man dich über Nacht besuchen? Wir hätten sicher Spaß, Herzchen. Wenn du ein geiles Weib bist und kein Geld von mir haben willst, vielleicht. Aber du bist ja hier der Stricher Dave, von daher würde ich eher behaupten, du bist keine geile Braut, von daher eher nicht. Marcel hat mir gerade erzählt, dass ihr euch damals gegenseitig auf dem Schulklo befummelt habt. Ja, das habe ich echt nicht nötig. Das habe ich echt nicht nötig. Ich habe, wenn überhaupt, geile Mädchen beim Wasserball befummelt, wenn überhaupt. Man spielt ja in der Jugend gemischt, das ist ziemlich interessant. Wie war früher dein Spitzname? Ich hatte eigentlich nie einen Spitznamen, aber es gab irgendwelche Typen, die mich irgendwie Rainy Boo genannt haben. Es gab so irgendwelche ältere Wasserballer, die dachten auch, ich sei schwul, nur weil ich so ein lieber Kerl bin, aber das interessiert mich nicht. Könnt ihr ruhig benutzen, ist mir scheißegal. Hast du schon mal zwei rohe Schnitzel in die Heizung geklemmt? Wo kommt das denn jetzt her? Ich habe eine Bodenheizung, wisst ihr? Ich kann ja nichts zwischen die Heizung klemmen. Ich habe eine Bodenheizung. Ich komme da nicht so richtig ran. Stream noch mehr oder keine Power? Ja, was wollt ihr überhaupt von mir? Ich lese mir das hier gar nicht durch. So, was soll ich denn hier die ganze Zeit streamen? Glaubst du, dass deine Arroganz der Grund ist, warum du keine Freunde hast? Erstens, ich hatte keine, nie wirklich richtige Freunde. Die waren alle eifersüchtig auf mich und haben sich einfach so grundlos über mich lustig gemacht, genauso wie ihr hier. Und deswegen ist mir das scheißegal. Die haben so viel Mist über mich erzählt und ich war so zurückhaltend, dass alle vernünftigen Leute sich von mir ferngehalten haben. Weiter geht's. Wohnst du noch bei deiner Mama? Nein, Mama wohnt in Bulgarien. Aber die Sparkasse denkt, die wohnen noch hier, weil die natürlich nach Abbruch der Geschäftsbeziehung mit der Sparkasse natürlich ihre Anschrift nicht mehr aktualisiert haben. Warum auch? Also, sollen wir mal die alte Geschichte von deiner Mutter veröffentlichen? Die alten Geschichten von meiner Mutter. Ja, denkt euch doch irgendeinen Scheiß aus. Mir doch egal. Was ist deine Mission? Euch einfach zu zeigen, dass mir diese Kommentare am Arsch vorbeigehen und dass man von mir nichts verheimlichen muss. Ich komme damit wunderbar zurecht. Machst du jetzt Bukake-Treffen in Köln, wo jetzt deine Adresse öffentlich ist? Was heißt denn Bukake? Keine Ahnung, was das bedeuten soll. Ja. Deine Adresse ist veröffentlicht. Ja, jeder, der meinen Namen kennt, findet die Anschrift der Praxis meines Vaters und weiß, wo ich wohne, weil irgendjemand Anzeigen immer wieder neu aufgibt von der Praxis meines Vaters, die gar nicht mehr existiert. Der behandelt nur alte Bekannte einfach nur so aus Gefälligkeit. Wann wirst du abgeschoben? Ja, schwer. Es wird schwer, mich abzuschieben, da ich einen deutschen Pass habe und keine andere Staatsangehörigkeit, weil ich in Köln geboren bin. In Lindenthal, um es genau zu sagen, bin ich auf die Welt gekommen. Im evangelischen Krankenhaus nahe der Universität. Belästiger, was du bist. Wie viel bezahlen sie dir? Belästiger, was du bist. Ich bezahle gar keiner. Es sieht wohl eher so aus, als ob ihr irgendwas zu verlieren habt, sonst würdet ihr hier nicht so ausrasten. Du bist einer der schlimmsten Mobber, die es je gab. Ja, wen habe ich denn gemobbt? Wen habe ich denn gemobbt? Erzähl mal. Warst du gut im Wasserball? Warst du in einem Verein? Ja, ich war in einem Verein. SV Renania. Die haben sich dann später
ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, mit Poseidon zusammengeschlossen und Spielgemeinschaft Köln gebildet, damit die im NRW-Cup genug Spieler hatten. Die ermitteln schon länger gegen sie und ihre Familie. Betrugsschutz und Kriminalermittlung. Ja, kommt ja auch sehr, sehr gut vorwärts, ne? Wo sind denn hier die Anschuldigungen? Ja? Seid ihr mal am Ermitteln und am Ermitteln? So mit Blaulicht, ja, wie geil. Denkt ihr echt, ihr könnt mich damit beeindrucken, als ob ich nicht checke, dass das alles selbst gemacht ist? Warum denkst du, dass die Welt dir gegenüber so unfair ist? Was denkst du, ist schiefgelaufen? Ich habe das schon alles gesagt. Alte Klassenkameraden haben Witze gemacht, weil die neidisch sind. Sparkasse oder Lehrer haben das geglaubt, haben das den Leuten aus der Sparkasse erzählt. Die dachten, das stimmt auch. Und jetzt sind die alle am Verkacken. Lasst René in Ruhe. Er stalkt halt gerne junge Damen. Das ist kein Verbrechen. Beweise? Anschuldigungen? Irgendwie? Anzeigen? Irgendwas? Verurteilungen? Ich glaube nicht. Führungszeugnis ist völlig, völlig rein. So Typen wie der werden auch gerne mal Serienmörder, weil ich so gut gelaunt bin, ne? Oh, ein unbekannter Anruf. Mal gucken, wer das ist. Ah. Hallo? Mit wem spreche ich denn da? Der Herr Feinkost ist am Apparat. Ich kenne dich gar nicht, ne? Aber er kennt mich, ich bin ein Stalker, sagt er. Oh, das macht mir jetzt aber Angst. So, also, scheißegal. Ich weiß doch, dass die Nummer öffentlich ist. Ist doch gar kein Wunder. Und ich habe sowas schon alles erwartet. Glaubt nicht, dass ihr mich damit jetzt schocken könnt. Das habe ich alles schon erwartet. Und ihr könnt das Spiel gar nicht lange aufrechterhalten. Nennt er mich Stalker? Glaubt ihr echt, das beeindruckt mich? Oh Mann. Ja, ihr wisst auch, wie mein Vater heißt. Wahnsinn. Kommt schon, mach mich berühmt. Macht mich berühmt, ihr helft mir nur. Was läuft denn hier in der Glotze? Er hat jetzt zwar einen geilen Arsch, aber das ist alles Silikon. Ich würde mal sagen, so ein bisschen Silikon als Unterstützung, sage ich mal, ist ja nicht schlimm. Aber trotzdem muss sie da noch ein bisschen Sport machen. Nur Silikon. Was läuft denn sonst noch? Ich sag euch, Kabelfernsehen ist genial. Da gibt es so viele Sender, die gibt es bei DVB-T gar nicht. Das heißt übrigens DVB-C. Das T steht für terrestrisch, C für Kabel. Komplett offline, verbraucht kein Datenvolumen. Ihr müsst euch mal überlegen, wenn ihr streamt, müsst ihr ja nicht nur die Streamingkosten übernehmen für das Portal, sondern auch noch euer Datenvolumen aufbrauchen, falls ihr nicht Unbegrenztes haben solltet. Also ihr müsst auch eure Internetverbindung noch mit in die Kalkulation mit hineinbeziehen. Oh, NASCAR läuft. Wie genial. Live? Offensichtlich. Oder? Jawohl. The guy that I've been watching, though, quietly, Alex Bowman, he has been a top four driver in these playoffs. And he can move along with a good solid race today. Everybody is buckled up here, and Kansas is cold, but ceremony is underway. Und NBC macht Werbung. Hello. Bitteschön, wie kann ich Ihnen helfen? Hier ist die Selbsthilfegruppe. Komm nicht so schüchtern. Was ist los? Was liegt dir auf dem Herzen? Wir haben hier einen Schüchternen, der will nichts sagen. Los schon, trau dich.
tut dir doch keiner was. Nee? Würdest du nicht reden? Einfach mal anrufen? Oh, er liebt mich, sagt er, wie süß. Ich kenne dich leider nicht. Bitte? Lauter, ich kann dich nicht hören. Ja, aber wenn du da jetzt keinen Mucks rausbekommst, was soll ich mit dir reden? Sag doch was. Oh, er legt da auf. Flasche. Masten-Bingo. Sag mal deine Diagnose, bitte. Was ist eine Diagnose? Wenn ich irgendwie eine Störung hätte, hätten die mich doch nicht nach einem Monat wieder rausgelassen. War aber nur eine Vorsichtsmaßnahme. Und? Was jetzt? Komm schon, ruft gerne an. Ich finde das witzig. Hör auf, unschuldige Leute zu terrorisieren, als ob ich mich hier so selber anrufen würde. Wandtellerverbrüssung schon wieder. Welche Blutgruppe hast du? Was sind das hier für Fragen? Was wollt ihr damit? Nee, ich mag keine Kreuzfahrten. Kein Bock, mit irgendwelchen Leuten zusammengefercht zu sein. Das ist jetzt bestimmt wie in diesem einen Film. Oh, wir haben den nächsten Anrufer. Ja, bitte. Was geht denn bei dir ab? Ich weiß. Vielen Dank für deine Rückmeldung. Ja, gefällt dir das? Ja, warum nicht? Ich habe Langeweile, ne? Warum nicht? Was für ein Hate. Was für ein Hate. Ja, ich kenne die gar nicht, ne? Die haben auch einfach nur Langeweile, ne? Ach Quatsch. Ich habe keine Freunde jetzt, also zumindest jetzt nicht mehr, ne? Habe ich aber auch alles schon gesagt in dem Video. Ja, einfach. Ja, ich will mich jetzt nicht wieder zum tausendsten Mal wiederholen, weißt du? Einfach nur, weil man mich nicht so richtig verarschen kann, weil ich mich nicht aufrege. Das provoziert die einfach nur. Die fühlen sich dann machtlos. Weil die könnten das nicht aushalten. Bitte? Ja, weißt du, wenn jemand von einer anderen Schule kommt und da irgendwo neu ist und sich alle absprechen, denken die sich, boah, voll das leichte Opfer. Und dann ist das einfach schief gegangen. Ja, also wenn ich die Person nicht kenne, dann grüße ich auch nicht. Ne, nicht persönlich nehmen, ne, aber wenn ich die Person nicht kenne. Nee, kenne ich nicht, grüße ich nicht. Nimm das nicht persönlich, aber wenn ich die Person nicht kenne, dann wirkt das irgendwie, ne, komisch. Ja, nicht persönlich nehmen. Ich meine, du bist ja wenigstens ein vernünftiger Anrufer, mit dir kann man ja reden. Der letzte hat ja keinen Mucks rausgebracht. Dir auch noch einen schönen Abend. Wie heißt du denn eigentlich, falls du das überhaupt sagen möchtest? Musst du nicht. Musst du nicht sagen, ne? Okay, bleibt unter uns, ne? Alles klar. Gut, schönen Abend noch. Ciao, ciao. So, jetzt singen wir erstmal wieder die Hymne. Und gleich wird NASCAR gefahren. Wenn ihr gucken wollt, Sport Motorvision TV. Yellow. Siehst du doch, oder? Ja, ja, doch, du hast die richtige Nummer. Kein Problem, danke dir. Nee, gibt kein Fan-Treffen. Nicht persönlich nehmen. Geht nur darum, die ganzen Leute, die über mich lügen, einfach mal klarzustellen, dass das alles nicht stimmt. Darum geht es ja eigentlich nur. Ich habe nicht vor, so einen Fanclub aufzumachen oder so.
Die kennen mich ja gar nicht. Die denken sich irgendein Mist aus, haben da irgendwelche Fetzen von Informationen, so ein Flickenteppich aus irgendwelchen Geschichten und erlogenen Sachen und jetzt sind die da voll am Abspacken hier. Ja, muss ich ja nicht entgegennehmen, ne? Ja, ist okay, kein Problem. Alles klar, ciao, ciao. Ah, macht's euch Spaß? Die machen schon wieder Werbung. Was haben wir denn hier? Ja, ich weiß, dass da die Adresse steht, na und? Neun Live-Quiz. Oh Mann. Bis jetzt war das meistens so, dass Leute hier angerufen haben und so getun haben, als hätten sie sich verwählt und hätten eigentlich so ein Restaurant anrufen wollen, die eine ähnliche Nummer haben. Und ja, aber die trauen sich jetzt mal wenigstens direkt anzurufen. Kansas Speedway, da fahren die heute. Warum hast du so lange Zähne? Keine Ahnung. Vielleicht bin ich ja irgendwie im vorherigen Leben ein Raubtier gewesen oder so. Was weiß ich. Oh, wie witzig das ist. Ey, das ist die perfekte Unterhaltung für einen langweiligen Abend. So, geht weiter hier. Oh, warte mal, falscher Knopf. Hamlin trying to hold off Chase Elliott. Yellow. Das Morsezeichen? Hat das was zu bedeuten? Ist das irgendein Code? Ist das immer die gleiche Nummer? Ich weiß nicht, soll das eine Melodie sein, die ich jetzt erkennen soll? Alles klar, danke für das Ständchen. Schönen Abend noch. All the virtues are not great results, but do not worry. James Small and Martin both told me our speed is there, our execution is there. We're just lacking results. They have a lot of confidence going this race because James told me this car is a culmination of everything they have learned. Bitte schön. Pizza muss gar nicht kommen. Ich will nächste Pizza bestellen. Pizza nicht gewünscht hier. Nichts angerufen bei Ihnen. Ich will nichts Weiße da vorne. Ich will Anti-Pizza-Mensch. Nichts Pizza. Ja, ich habe nichts angerufen. Ja, ich habe nichts mich interessieren für Ihre Probleme. Machen Sie nicht Ihre Probleme zu meinen Problemen. Ja, mir ist es völlig egal, wer hat einen Auftrag entgegengenommen. Ich habe nichts Hunger, keine Lust auf Pizza. Ich kaufe gar keine Pizza und Sie können anrufen jemand anderes, der hat Lust auf Pizza. Okay, ja, alles klar, capisce, capisce? Arrivederci, ciao, ciao. Pizza bestellen.
Ihr seid vielleicht witzig. Ich habe vorhin Hühnchen gegessen. Ich bin vollkommen satt mit Pommes, Ketchup, Mayo. Ich bin sowas von satt. Das Rennen heißt Hollywood Casino 400 at Kansas Speedway. Der Titelsponsor. Euch ist schon klar, dass wenn hier jemand auftaucht, kann ich die Polizei rufen, ne? Weil dann ist der Shit real. Wisst ihr, was ich meine? Das ist jetzt alles nur Spaß und so. Ihr könnt euch überhaupt nicht erlauben, hier irgendwie aufzukreuzen. Kommt direkt die Polizei. Kann ich direkt sagen, ich habe hier Stalker. Die macht dann direkt ernst. Ja, das sind jetzt erstmal nur Kommentare und Anrufe, das interessiert mich doch nicht. Ja, wenn meine Besucher von der Polizei abgeführt werden, ja, dann sollen meine anderen Freunde davon lernen. Ja, als ob ich mich mit euch jetzt hier auseinandersetze. Oh ja. Your life theme, run for championship. So just try and enjoy it. Accept it, embrace the challenge, and go after it. I love the pressure that it brings. Yes, it's stressful. Yes, you can't sleep much. But you are able to find things inside of you that you didn't know was there. And I love that. The drivers who have been the most successful over the years really perform in tough situations. This is going to bring out a tough situation. To be a championship driver, you have to have confidence. Passion to win, passion to overcome obstacles and adversity. That's what separates champions. We have an opportunity to do something special, do something great. People would kill for that opportunity. I think the coolest thing about winning a championship is you have this feeling of being at the top of the world. It's the greatest feeling. You can't explain it. Bitte schön. Ja, nichts klingeln, Sie tun. Digga, ich habe keine Pizza bestellt. Ich habe dich nicht mal angerufen. Nee, habe ich nicht bestellt. Ja, ist mir auch sowas von egal. Das ist mir sowas von egal. Ich habe keine Pizza bestellt. Können Sie sich sonst wohin stecken, die Pizza? Was ist denn das eigentlich für ein Akzent? So eine Mischung aus Schweizerdeutsch und Italienisch oder was ist das? Ja, müssen Sie mir erstmal nachweisen. Merken Sie sich meine Nummer und in Zukunft nehmen Sie einfach keine Bestellung mehr entgegen. Was halten Sie davon? Nö, ich will die gar nicht. Was jetzt? Was?
Ah, Österreich war das. Ah, danke für die Aufklärung. Also guten Appetit mit der Pizza. Oh Mann. Lawyer, hometown race. Help. I'm going to see shots. Fine, Newman. You ready to roll off of this Coca-Cola can? Ich gucke hier Fernsehen. And we want to see if we can dial up Joey Logano. Junior, you got him on the radio? Hey, Joey Logano, this is Dale Jr. in the big. Yes? I got you. Hey, man, just wanted to know this is a fun racetrack, but it's not without its challenges. What are some of the toughest things about Kansas? The restart, for one thing, is going to be absolutely crazy. You're going back and looking at everything for the last couple of years. It doesn't seem like it's consistent at all. People think sometimes the time's good, bottom's good, middle works, sometimes it doesn't. Just a wide racetrack, it's not much better work, so a lot of good stories. Coldest race we've had in years, so how will that temperature affect the track surface? Now they probably nice this year. How I cold for again, it's just that, you know, the noise by the track just now, like, got a lot of unbridled bike, you know, got a lot of grip, got a lot of power, a lot of downforce, and I think it's just not aggressive racing in the track. Well, we appreciate you talking to us, buddy. Have a great race. All right, thanks, have a good. And we do have fans that are in the stands here in Kansas, again, socially distanced, and we've socially distanced ourselves from Rutledge Wood, but he's brought a friend that he's going to watch the race with, and pretty important friend, the winner of the 47th Super Bowl, Gerhard Baller Jr. is joining him, Rut. Rick, this is so cool. I'm really excited. First off, Bernard Paul Jr., thanks for joining us, buddy. I know we're having a lot of fun watching today. You know, you were Friday Night Lights out on the football field, but this year brought you into NASCAR. You've fallen in love with you doing iRacing. What was it that really captured your heart about this sport? Well, I think, once again, Rob, I mean, just it's been told to me all these drivers do is go left. They just press the gas pedal, and it's just about who's the fastest car. And that's completely opposite of what I've seen. I'm seeing strategy. I'm seeing competition. I'm seeing temper flare. I'm seeing a love for the sport. I'm seeing the fans just welcoming me to the sport. It's just been awesome, and that's what got me in it. What are you most excited about seeing today for the race? Well, I think, you know, I've watched this for the last, five, six months, and I've watched them drive the rain. I've seen the weather delays. I've seen road course. I've seen hot weather. Now, this is football weather right here. So now I get to see some cold weather. I'm seeing everybody bundled up. If this was on a football field, somebody better go out to warm up with no shirt on, put Vaseline on your face, put it on your arms, and we better get ready to go suit up and beat somebody's tail. These guys better get ready to go. This is going to be awesome, man. Thanks for doing us today. Rick, we're going to be watching on Zoom all day. I can't wait to share. It's going to be a lot of fun, buddy. Yeah, I don't think I would want Bernard coming at me. He was a safety in the NFL. And immer so zur Info, dieses YouTube-Konto und mein Instagram-Konto, das sind die einzigen Social-Media-Plattformen, die ich nutze. Ich habe nirgendwo sonst irgendein Konto. Das sind irgendwelche Fake-Profile mit Bildern und so von mir, wenn überhaupt. Ich habe da gar keinen Bock, irgendwie nachzusuchen. Aber nur zur Info für euch, wenn da jetzt keine Antwort kommt oder nicht so geantwortet wird, wie ich hier bin, habe nichts damit zu tun. Nur so als kleinen Hinweis für euch. That's the type of penalty that can put you behind very early in a race like this. Cliff Boyer's actually going to be, he's going to be moving up. Oh, look at this. The 14 made by, I'm guessing. Bitte schön. Herr Rosentreter, hallo, was kann ich für Sie tun, Herr Rosentreter? Sie würden gerne einen Computer zurückgeben. Ah ja. Haben Sie irgendwelche Quittungen, irgendwelche Nachweise vom Verkauf? Können Sie irgendetwas belegen? Ich könnte dazu stehen.
Ah, okay. Ich werde hier direkt beschuldigt, ja. Was stimmt denn mit dem Computer nicht? Erstmal klären, was mit dem Computer nicht stimmt. Ja, Sie können mir gerne einen Computer schicken, aber ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden. Ciao, ciao. Nur so als Info, das ist aus Seinfeld, Serenity Now, Insanity Later. Kennt ihr das? Als ob ich hier Computer verkaufen würde. Es wird immer witziger hier. Ich weiß jetzt nur nicht, wie das auf Deutsch heißt. Im Englischen sagen die Serenity Now. Boah, wie war das auf Deutsch? Ich gucke das immer auf Englisch. Naja, keine Ahnung. Sieht das aus wie ein Joint? Ja. Was kann ich für Sie tun? Hallo? Ja, weil da auch keiner ist. Ja, da ist ja auch keiner. Ja, ich habe ja auch kein Taxi bestellt. Was wollen Sie jetzt von mir? Ich habe gar kein Taxi bestellt. Ah, okay, entschuldigen Sie bitte. Nee, also ich habe jetzt ernsthaft kein Taxi. Ich habe hier so einen Livestream, falls Sie sich wundern sollten. Vielleicht hat man Sie ja jetzt auch veräppelt. Also, ja, in welcher Stadt denn? Ich wohne hier in Köln. Ich habe hier so einen Livestream. Hier gibt es ganz viele komische Kommentare. Die haben hier irgendwelche Daten über mich herausgefunden. Und jetzt kann es sein, dass man sie auch veräppeln möchte. Ja, Sie können ja gerne die Handynummer. Hören Sie mir mal ganz kurz zu. Hören Sie mal ganz kurz zu. Hören Sie mal ganz kurz zu, bitte. Sie können ja gerne die Handynummer ausfindig machen und die Handynummer, von der angerufen worden ist, dafür das Ganze in Rechnung stellen. Ich habe damit nichts zu tun. Ja, aber Sie rufen doch mich hier an auf einer anderen Nummer. Mann, ich habe alle zum Lachen gebracht, sogar die Lehrer. Haben Sie auch Ihren Spaß? Ja, das freut mich doch. Kann ich doch so was für Sie tun? Sehr schön. Sonst noch was? Ein Freund von Ihnen hat Ihnen jetzt gerade einen Streich gespielt, heißt das. Ah, die perfekte Unterhaltung für einen Sonntagabend, findet ihr nicht auch? Surging ahead here as they go to three. Like Logano said, this cooler temperature is going to have a lot of throttle in the corner, so there will be a lot of side tracking. He'll use that tactic to complete passes. Junior on the right side of your screen, you see the 19 of Armtrex Junior. He had inspection issues this morning, started in the back, already up 18 positions from the start of the race. Did you see he's doing most of that work? Wie lange wackelt denn die Maske schon, hä?
Die ganze Zeit prognostiziert ihr hier irgendetwas und es passiert einfach nicht. For second place, but behind the other, the hitter car is 88 to 24 on the high side, driving up into the picture. Alex Baldwin, one of our playoff contenders, William Byard. Hey, you and Kurt Busch really hanging in there, holding on to the third position right now, trying to keep Kevin Harvick and Joey Logano behind him. I asked him about all these weather conditions today. Kurt told me, I think the cooler conditions really play into our favor. We are doing very good at track score. We have high grip. Obviously, they have a lot of grip here today with the cold weather. They go three wide in the front track for second. Kurt said, I think this weather will only help us to be even better than we expected to be. Three wide for second. How about Bush to the inside and now the momentum playing into the four of Kevin Harvick? Drivers, I think this is the cool weather. This is the cool weather showing up right here. We've seen this aero package on the cooler, grippier racetracks at night. The pack stays together. Here it is, 40-something degrees, and the leader cannot get away. The four of the driver. I think this has to do with the grip. And we see the four looking for the lead. Kevin Harvick went to the bottom. Chase took that away from him now to the top. A lot of drivers talking about Kevin Harvick in this cool temperature. We get an advantage from Kevin Harvick. He's able to get his car out of the air, take some downforce off that car. That makes it go faster down the straightaways. They have more success doing that than other teams, and these cool conditions could help that make that easier. Yes, it pays off. Yeah, you can see it. If it pays off down the front straightaway or down the back straightaway, the draft that car will be able to create a toe will be strong enough to give him opportunities to make runs and passes on people. Junior, that 9-10 down, looks like he's driving much out of the mirror than the windshield. But, I mean, he's picking his line basically just being defensive, isn't he? Absolutely. You got such a – so you see the rear spoiler, it's very big. You use that as a tactic to be able to block and take air off of the car that's following you. As the four car gets to run here down the straightaway, see this little run he gets from the draft. Now the nine's got to try to drop the corner in the middle of the racetrack and force him to either go low or high, really taking his line away right there. Four car bouncing up the racetrack, gives up second place. You can't try to enter really high in turn one right there. It just did not work for it. There's a bump in the entrance to one. You can see the car bounce through that bump and it just lost the steering wheel. The run's got a half a second faster here than they did earlier in the summer. And they aren't, you know, set up for that much more travel. The car goes more faster, they travel harder, into the corner, travel further. This is where the four, this is the Kevin Harvick guy who went around the white line. Look at the speed he carries through the middle and off the corner. Instantly gets to the rear bumper of the nine and impresses seven corners. Now what will he do? He's going to try to run a lane higher than the nine. Just doesn't seem to agree with the four. Basically, Chase goes into the corner in the middle and that gives Chase the option to go lower or higher without making a big move to take a lot of them out of his car. So he goes into the corner to center. And that way, four and the nine, four goes low, he can turn low. Look at him turning low to block the four's move. Now I go to the corner, this next corner, the center of the racetrack. And if four goes high, he'll drift up high and try to take the air from the four car. That's got to find a way to surprise him. Got to find a way to make Chase guess incorrectly. This is showing something different. Chase is really good in 3 and 4. We saw the gap that he created. Kevin seems to be better in 1 and 2. Jeff, you mentioned surprising. You want to be surprised at 180 miles an hour. They're almost 190 as he was entering turn one. Anybody who's surprised, that's Chase. Anything happen? See that right there? Harvick looks better than Chase in 1 and 2, but down here, he's just trying to get away from Chase, and Chase takes advantage of him, has more speed to the center of the corner. Chase Elliott's out front here at Kansas. Playoff drivers dominating the top 10. Grab an ice cold Coke and buckle up. You're watching NASCAR on NBC. Und Werbung. Buckle up and crack up, open an ice cold Coke. You're watching NASCAR on NBC. Noch lauter? Wollt noch lauter?
Hallo? Nee, habe ich nicht. Ja, da hat sie jemand wohl fälschlicherweise angerufen. Ich habe kein Taxi bestellt. Ich habe hier so ein paar Leute, die machen sich hier so einen Scherz. Nehmen Sie das einfach nicht ernst. Nur wenn das von der Festnetznummer aus angerufen wird, nur dann. Ich rufe Sie beim Taxiruf Köln immer von einer Nummer an. Jetzt hat man Sie von einer anderen Nummer angerufen. Das ist nicht von mir gewesen. Bitte? Nee, ich mache nicht auf. Ich habe kein Taxi bestellt. Sie können nach Hause fahren. Ja? Nur die Anrufe ernst nehmen, wenn sie von der Nummer kommen, die, von die sie immer kommen. Ja, ciao, ciao. Ah, ja, es hat ja gut funktioniert. Bitte schön. Ich habe jetzt gerade noch nicht mal die Hälfte verstanden von dem, was Sie gesagt haben. Ich habe nichts mit Ihnen zu tun. Bankteller-Verlosung, wer erzählt Ihnen so einen Scheiß? Ist das hier so eine Panzer-Nachahme oder was? Panzer, ich begrüße Sie. Wollen Sie das von mir hören? Rufen Sie gerne die Polizei, würde mich freuen. Dann wird das ja mal alles aufgeklärt. Können wir alles aufklären, mein Lieber? Ja? Oder haben Sie Angst? Ja, mach doch. Ja, mach doch. Sie kriegen gar keine 100 Euro von mir. Hier läuft doch überhaupt gar kein Glücksspiel. Hier läuft gar keine Verlosung. Boah, Sie können ja echt wunderbar sich künstlich aufregen. Das ist ja richtig überzeugend. Das ist ja richtig überzeugend, ist das. Ja, ich glaube Ihnen das ja fast schon, dass Sie sich hier aufregen. Das kriegen Sie ja richtig gut hin. Nee, bin ich nicht.
Seit wann werden denn Wandteller bei neuen Live? Gibt es den Sender überhaupt noch? Und da sehen Sie mich auch. Was habe ich denn an? Was trage ich denn? Ja, kann man nichts machen, ne? Das passiert sowas, ne? Das passiert, ja. Ja. Ah. Ja, das kann durchaus sein, dass man sie betrogen hat. Das kann natürlich durchaus sein, dass man sie betrogen hat, aber ich habe damit nichts zu tun. Ich heiße René. Darf ich sie mal auf laut stellen? Darf ich sie auf laut stellen? Dass das alle Zuschauer mitbekommen. Sie wollen auch, dass das jeder mitbekommt, oder? Bitte? Ja. Ja, es sind schwierige Zeiten mit Corona und so. Ja. Ja. Wo haben Sie das Geld denn hingeschickt? Wo haben Sie das Geld denn hingeschickt? Wo haben Sie das Geld hingeschickt? Aber Sie haben doch irgendwo 100 Euro hingeschickt, oder nicht? Sie haben mir keine 100 Euro überwiesen. Ja, wieso wollen Sie dann 100 Euro zurückhaben? Und diese Nummer, die Sie gewählt haben, die sehen Sie irgendwo auf dem Bildschirm. Ist das richtig? Aber wo sehen Sie das denn? Auf welchem Sender sehen Sie das denn? Hilde! Hilde! Hast du das gehört? Ich weiß auch nicht, was los ist. Wir sind ja völlig am Überschnappen hier. Wieso drohen Sie mir denn so lange? Wieso drohen Sie mir denn so lange? Was, wenn Sie sich doch so sicher sind, dann rufen Sie doch die Polizei, zeigen Sie mich an und dann wird das alles aufgeklärt. Ja, dann würde ich Ihnen empfehlen, nicht so einen Fernsehsender zu gucken. Da regt man sich doch nur auf. Bitte? Volksmusik auf neuen Live. Ich muss Ihnen sagen, ich habe diesen Sender seit Jahren nicht mehr gesehen. Ich wusste gar nicht, dass es den noch gibt. Ja, das ist natürlich eine Bildungslücke, nicht zu wissen, was es für Gaming-Sender gibt. Ja, das muss ich Ihnen recht geben. Ja. Boah, das ist ja voll die bayerische Panzerabklatsche hier. Ja, das ist, da haben Sie wohl recht, ist schon spät. Ja, Nachtruhe ist sehr wichtig, da haben Sie recht. Das ist jetzt nicht gut, wenn Sie sich um die Uhrzeit so aufregen. Das kann ich verstehen. Ja, das empfehle ich Ihnen auch, ja. Lassen Sie sich doch ruhig Zeit, setzen Sie sich mit Ihrem Anwalt zusammen, der hilft Ihnen dann, der erklärt Ihnen dann auch die rechtliche Situation, dann haben Sie auch den Überblick über das, was hier passiert. Aber wenn Sie sich doch so sicher sind, dass Sie im Recht sind, dann brauchen Sie doch keine Angst wegen den Kosten haben, oder etwa nicht? Ja, aber wenn wir uns da nicht einig sind, dann brauchen wir jemanden, der eine schlichtende Partei.
Genau, richtig. Einfach mal ein paar Tage drüber schlafen. Ich hasse es, mich mit ihnen so zu streiten. Das ist immer wieder schlimm. Ganz genau. Richtig. Genau. Ja. Sie klingen auch wie ein Mann im hohen Alter. So klingt auch ihre Stimme. Haben wir das Spiel jetzt durch? Haben wir das Spiel jetzt durch? Wollen wir mal Klartext reden? Komm, sag mal, was ist los? Ne? Was willst du erreichen? Ja? Ach so, geht noch weiter das Spiel, okay. Ob ich was? Ich fühle mich wunderbar, fühle ich mich, herrlich. Ja, das kommt von jemandem, der hier angeblich bei Neuen Live einen Wandteller gewonnen hat und der jetzt 100 Euro von mir haben möchte. Genau, und ich bin der Verwirrte hier. Geben Sie mir noch mal Ihre IBAN. Das wäre doch mal ganz interessant mit vollem Namen. Ja, Ihre Kontoverbindung. Ich meine, wenn ich Ihnen das überweisen soll, dann brauche ich Ihren vollen Namen, Ihre IBAN mit Kontrollziffer und allem. Ohne Ihren Namen und eine passende IBAN kann ich Ihnen nichts überweisen. Ja. Ja. Sie kennen Ihre IBAN nicht und Ihren Namen? Ja, wie soll ich Ihnen was überweisen, wenn Sie nicht mal Ihre IBAN, nicht mal Ihre Kontoverbindung haben? Ja, wie soll ich denn sicherstellen, dass das Geld bei Ihnen ankommt, wenn ich das per Post schicke? Da habe ich doch gar keine Gewährleistung dafür. Ich habe da einen anderen Anruf auf der Leitung, möglicherweise noch ein Wandteller hier Beschuldiger, ja? Ja, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Ciao, ciao. Ah, hat schon wieder aufgelegt. Schade, ich wollte jetzt den anderen Anruf entgegennehmen. Na, die werden sich schon. Ah ja, ich wollte schon sagen, die werden sich schon melden. Bitteschön. Ja. Ja, die haben wir leider schon alle ausverkauft. Ja, scheiße, ne? Wie soll man jetzt von der Wand essen, ne? Geht nicht mehr jetzt, ne? Sie können ja einfach einen normalen Teller an die Wand hängen. Ich glaube schon. Ja, wer hängt sich denn heute schon noch einen Teller an die Wand? Oh, leider aufgelegt, schade. Wer hängt sich denn heute noch Teller an die Wand? Oh Mann. Ja, hallo? Herr Bellendorf. Ich habe Ihren Anruf schon erwartet. Was heißt das denn? Ja, dann sehen wir uns ja beim Rewe. Dann sehen wir uns dann ja. Ja, was halten Sie denn davon, wenn wir da mal jemanden einschalten, der mal so schlichtend dazwischen steht und das mal alles aufklärt? Ah. Ah, ja. Ja. Ja, aber was interessiert mich ein Scheißdreck, was du hier für einen Quatsch verzählst? Ich habe keine Ahnung, was diese Buchstaben bedeuten. Ihrer Tochter geht's aber noch gut, ja?
Oh, das ist aber ein Indiz dafür, dass es sich hier um eine andere Person handelt. Das lässt sich ganz leicht nachweisen. Also Mikropenis, das kann nicht ich gewesen sein. Wie soll ich denn deine Tochter vergewaltigen und unter Drogen setzen, wenn ich im Rollstuhl sitze und einfach nichts drauf habe? Wie soll das denn funktionieren? Ja, die Geschichte rundet sich nicht so richtig ab hier. Und wer hebt mich denn hoch? Wie geht das? Und wie soll ich denn mit zwei Händen mich einmal hochziehen und gleichzeitig eine Frau vergewaltigen? Wie soll das funktionieren? Ach so, das ist also kein Bilderrahmen, ja? Ach so, ja, da habe ich mich aber die ganze Zeit geirrt. Danke, dass Sie mich darauf aufmerksam gemacht haben. Ja, dann warten wir mal auf das SEK. Alles klar, schönen Abend noch. Tschüss. Wer ist denn da?